dem schnellsten Verkehrsservice Österreichs. In Niederösterreich gibt es Bauarbeiten heute Nacht bis 5 Uhr früh. Auf der 1 Richtung Salzburg zwischen Öd und Haag ist nur ein Fahrstreifen frei. Es gibt Stau und eine halbe Stunde Zeitverlust. In der Steiermark auf der A2 Richtung Graz zwischen dem Park Sand und Mooskirchen gibt es eine Sperre wegen Wartungsarbeiten. Für die Umleitungsstrecke über die B70 und Köflachbaum ist etwa 40 Minuten länger. S6 Semmering-Schnellstraße zwischen dem Knotenbruck und Kapfenberg ist der Tanzenberg-Tunnel in beiden Richtungen wegen Arbeiten gesperrt. Eine Umleitung über die B116 ist eingerichtet. In Kärnten auf der A10 der Tauernautobahn bei Villach ist der Ostwaldiberg-Tunnel in beiden Richtungen wegen Arbeiten gesperrt. Da wird der Verkehr bis 5 Uhr früh durch Villach umgeleitet. Und durch Tirol S16 Arlberg-Schnellstraße vor dem Arlberg-Tunnel wird der Verkehr wechselweise angehalten. Rechnen Sie damit Wartezeiten bis zu einer halben Stunde. Gitarrensound kombiniert er geschickt mit elektronischen Beats. So auch auf I Believe. Seinen bislang größten Hit. Im Treffpunkt Gästeliste legt der junge deutsche Popstar Kamrat 2 Stunden lang seine Lieblingssongs auf. Jetzt auf U3. Wenn man so meine Musik hört, dann glaubt man vieles, aber eine Sache nicht, dass ich mal echte, harte Gitarrenmusik gehört habe. Es gab aber eine Zeit, als der kleine Kamrat oder der kleine Tim Kamrat wirklich ein riesen Metal-Fan war. Und ich glaube, die größte Metal-Band, die wir alle kennen, heißt Metallica. Und da hatte ich echt eine krasse Phase, wo ich wirklich alles nachgespielt habe auf der Gitarre. Ich wollte unbedingt zu Konzerten, habe es bis heute leider nicht geschafft, habe mir aber alles immer online angeguckt. Und ein Song, den ich mir ausgesucht habe von den Jungs, ist, glaube ich, einer, der gerade sehr präsent ist, auch wegen einer schönen Netflix-Serie namens Stranger Things mit einer super krassen Szene, die mich auch wieder an meine Zeit, wo ich Metal gehört habe, erinnert hat. Master of Puppets von Metallica vom gleichnamigen Album ist ein bisschen länger, aber lohnt sich. Thank you.
jetzt auf L3. Jeder, der mich kennt oder der sich schon ein bisschen mit mir beschäftigt hat, der wird auch wissen, dass ich Menschen ganz schön viel auf die Nerven gehen kann mit Songwriting, Informationen, Fakten und mit irgendwelchen Liedern, die ich entdeckt habe. Und ich interessiere mich einfach sehr dafür, wie Songs geschrieben werden, produziert werden und was so ein bisschen dahinter steht. Und bei diesem Song, den ich euch jetzt vorstellen will oder spielen will, vorstellen, ich glaube, jeder kennt ihn, war ich einfach geflasht, als ich, nachdem ich den Song schon lange kannte, herausgefunden habe, wie er denn entstanden ist. Und zwar ist es Gnarls Barkley, Crazy. Und der Sänger ist CeeLo Green, der Produzent ist Deadmau5. Und die haben den Song komplett gesampelt. Also die ganze Produktion ist komplett gesampelt aus einem Western-Film. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber das heißt, alle Instrumentalparts, außer die Drums, die man hört, kommen wirklich aus diesem Film. Und das muss man sich mal anhören und dann merkt man erstmal, wie genial das ist. Und on top ist eben eine sehr, sehr, sehr üppige Melodie. Und ich glaube, eine, die uns alle schon viel begeistert.